Pathos. Das große Missverständnis, die große Misskommunikation. Vorsicht vor den Donnerworten, den Zentnerworten. Vorsicht vor der Wörternachbarschaft, in die man sie dann stellt, setzt oder legt. Vorsicht vor den Melodien, Rhythmen und den Reimen, in die man sie taucht. Vorsicht vor den Dichtern und den Dichterinnen, die das Kinn in ihren Fotos stützen. Die mit dem langen Wallehaar, den Halstüchern und dem fühlend, ahnend, wissend Blick. Vorsicht vor den Selbstbewerbern und den Dichtern, die Visitenkarten mit dem Wort Autor an die Welt verteilen. Vorsicht vor den allzu sanften und den Dauerbrüllern. Wenn ein Gewässer heute anschaulich ruhig vor einem fließt, dann kann der deutsche Dichter das nur so beschreiben. Er darf nicht seufzen, singen, sagen, dass ihn der Lauf des Wassers ans Unendliche erinnert, er gerührt, gehoben, sein Herz gewärmt und von dem Bilde ganz verändert ist. Er kann grünbeinen und ihn diese Szene transformieren lassen. Er kann Gomringern und die Dinge bloß beim Namen nennen. Er kann Bayern und Tentakel in der Tiefe prophezeien. Er kann Seelen und einen Grashalm am Ufer zum Fingerzeig erklären. Er kann Rinken dazu ein Fischlein anzitieren. Er kann Kotten was Japanisches einfließen lassen. Er kann Poppen kalisieren, Küchenmeistern schonen. Gar kann er Gumzen, Kolben, Kempeln, Heftern, Wolfen, Müllern und Bulutschen. Doch wenn aus diesem Bild ein anderes wird, das Farbe und ein wenig Pomp verträgt, dann dreh den Schinken um und lese Hic Pinxerund et Auserund Sandig, Seiler, Krüger, Hahn, Gütscheter, Poschmann, Stolter, Fuzatorius, Gras, Gormen und Filia, Gomringer, Rova, Danz, Kunst, Engelmann und Böttcher, Martinova, Jurjew und Rosenlöcher. Freilich, es sind beide Listen lang, die Zuschreibungen sind Frechheit der hier Zuschreibenden, finden viele, und fehlen, ach, fehlen, tun fast alle. Hier. Doch beide Listen haben Rechte, das zu sein, das, was sie sind. Betrachtungen und Achtungen der Traditionen, Furcht und Flucht vor diesen und den marschgezackten Tönen der schwägerischen Scheiße, die uns auch mal kollektives Kopfweh macht. Was einen spröde macht wie Knäckebrot, fettet den anderen bis zum Glänzen an. Ist nicht gesagt, dass beides nicht ganz wunderbare Phänomene sind. Es ist wie mit allen Bildern, die an unseren Wänden hängen. Seit Menschen malen und Menschen sagen, was sie sehen. Es ist nie ganz wahr und nie nur halb gelogen. Es ist gefühlt viel eher als gesehen. Und fühlen Götter, die es hier sagen können. Welch ein Glück.